Also ich bin da zu Unicorn gekommen über den Thomas. Wir zusammen mal an einem Spider-Man-Projekt gearbeitet. Dann hat er mich mal darauf angesprochen, ob ich Lust hätte, mal da einen After-Movie zu machen, weil ich mache auch Kurzfilme. Und so bin ich da gekommen. Ich bin vor ein paar Jahren an der Dani gestoßen, an der Fantasy Basel. Dann haben wir zusammen irgendwie so ein SWAT-Shooting auf die Beine gestellt und seitdem hat er mich nicht mehr wirklich losbekommen. Und seitdem bin ich jetzt eigentlich auf der Unicorn als Stammfotograf dabei und mache mein eigenes Business darüber auch. Und wie man das sieht, macht er meistens Fotografie für die Cosplayer. Jetzt ist noch das Videoteam gewachsen durch ihn, der Tai, und machen wir das Beste daraus.